Nachhaltigkeit. Eine Vision, eine Verantwortung, ein Versprechen für unsere Zukunft. Engagierte Schülerteams stellen sich dieser Herausforderung mit kreativen und praktischen Lösungen. Sie entwickeln biologische Methoden zur Kunststoffzersetzung, etablieren nachhaltige Reparaturplattformen, optimieren Solarzellen mit natürlichen Farbstoffen, transformieren Lebensmittelnebenprodukte in nahrhafte Nudeln und schaffen aus Textilresten modische Kleidung. Diese Initiativen zeigen, wie SchülerInnen aktiv und innovativ zur Gestaltung einer nachhaltigeren Welt beitragen, von ihren Schulen bis zu ihren Gemeinden. Hier sind die Top 5 Projekte aus der Kategorie Sustainability. Das Schülerinnen-Team der HTBLVA Spengergasse in Wien präsentiert WeFix, eine Online-Plattform, die Reparaturgenies mit Menschen verbindet, die kaputte Gegenstände besitzen. Diese Plattform fördert die Reparaturkultur und trägt dazu bei, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Mit WeFix kann man nicht nur günstigere und qualitativ hochwertige Reparaturen finden, sondern trägt auch dazu bei, weniger Müll zu produzieren und die Umwelt zu schützen. Ein ambitioniertes Projekt von einer Wiener Gymnasiastin erforscht die Verbesserung von Grätzelzellen durch natürliche Farbstoffe und Tandemstrukturen. Diese innovative Solarzellentechnologie nutzt die Kraft der Natur, um effizienter und umweltfreundlicher Energie zu erzeugen. Durch die Bearbeitung des Photosyntheseprozesses im Schulunterricht kam mir die Alltagsanwendung in den Sinn. Hierbei ist vor allem meine vielfältige Variation der Parameter einzigartig und diese Technologie könnte uns zukünftig dabei helfen, Städte nicht nur umweltfreundlicher zu machen, sondern auch bunter. Im Rahmen ihres Projekts Treberei nutzen SchülerInnen des BG BRG Steinach Biertreber, ein Nebenprodukt der Bierherstellung, zur Produktion gesunder Nudeln. Durch ein spezielles Verfahren wird der Treber so aufbereitet, dass er 15-20% des Mehls in der Nudelherstellung ersetzt, was nicht nur Ressourcen schont, sondern auch die Nährstoffdichte der Nudeln erhöht. Pro Jahr fallen weltweit 30 Millionen Tonnen Biertreber beim Brauen an. Die traurige Nachricht, der Großteil dieser wertvollen Ressource wird einfach weggeschmissen. Wir bereiten im Sinne der Kreislaufwirtschaft diesem Food Waste ein Ende und veredeln den Bio-Biertreber zu ballaststoffreichen, proteinreichen und biozertifizierten Biertrebernudeln. Zwei innovative Forscherinnen der HTL Braunau stellen The Plastic Eater vor. Eine Kombination aus Pilz und Bakterium, die Kunststoff zersetzt. Dieser biologische Ansatz bietet eine umweltfreundliche Lösung zur Reduzierung von Plastikmüll und zeigt neue Wege im Recycling auf. Es sind 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmüllen verteilt. Das hat negative Auswirkungen auf unsere Umwelt. Wir merken es schon alleine, wenn wir eine Runde spazieren gehen. Die HBLA Modeschule Graz präsentiert Cose il Futuro. Ein Projekt, das alte Joggingbekleidung in modische Streetwear verwandelt. Diese Initiative fördert Upcycling und setzt neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in der Modeindustrie. Als Modeschüler und Modeschülerinnen, die später selbst in der Textilindustrie arbeiten wollen, ist es uns wichtig, Mode nachhaltig zu machen. Deshalb haben wir alte Kleidungsstücke in neue Designs umgewandelt.